In einer automatisierten Welt wird unser Verständnis von Sicherheit neu definiert. Sicherheit sieht heute so aus. Immer mehr Teile werden im Sekundentakt produziert. Dabei bedeutet nur 100%ige Kontrolle auch 100%ige Sicherheit. Das weiß auch die Werner Giesler GmbH. Wir stellen Präzisionsdrehteile her für die Automobilindustrie. Die Teile mussten jedes einzelne, Jahresmenge war bis dahin 6,5 Millionen Stück, unter Mikroskopen begutachtet werden. Wir haben da vom Kunden schon einen Ausblick bekommen, dass die Jahresmenge auf 10 Millionen Bauteile steigt. Wirtschaftliche Alternativen hatte man lange vergeblich gesucht, bis man das Fraunhofer-Institut für physikalische Messtechnik IPM fand, das die digitale Holographie aus dem Labor direkt in die Produktion holte. Eine Technologie, die schon nach Zukunft klingt. So die Science-Fiction-Vorstellung vom Hologramm. Man hat 3D-Daten irgendwo im Rechner und projiziert die mitten in den Raum und kann da drin rumlaufen und vielleicht sogar damit interagieren. Wir machen gerade den Weg andersrum. Also wir haben 3D-Objekte in real da und versuchen die in 3D zu digitalisieren. Also 3D-Digitaldaten zu erzeugen. Im Prinzip ist es wie ein Blitz. Also wir haben tatsächlich einen Laserblitz, der das Objekt flächig beleuchtet. Und wir nehmen flächig diese Seite des Objekts in der Kamera auf. Das heißt, es ist wirklich wie ein Foto, was man macht. Bloß man hat dann die 3D-Informationen von diesem Foto. Bei uns ist es halt so, dass wir die gesamte Auswertung, also die Datenaufnahme in einer Zehntelsekunde machen und die Entscheidung, ist es ein gutes oder ein schlechtes Teil, ist dann eine Sekunde später da. Das heißt, wir sind dafür geeignet, wirklich jedes Teil, was vom Band fällt, einzeln zu prüfen. Bei 100 Millionen 3D-Punkten pro Sekunde können Fehler entdeckt werden, die so fein sind, dass ein Mensch sie nicht ertasten kann. Eine weitere Revolution? Zum ersten Mal können auch raue Oberflächen vermessen werden. Und selbst mit Störungen kommen die ausgeklügelten Algorithmen klar. Also wir erkennen quasi an den Kamerabildern, das Objekt hat sich jetzt um einige Nanometer bewegt und können dann rechnerseitig den Störeinfluss durch diese Bewegung wieder rausrechnen. Und durch die Kombination der beiden Sachen, also diese Geschwindigkeit und die Robustheit, dadurch ist das Verfahren dann in der Lage, auch in der Produktion eingesetzt zu werden. Der Vorteil des Systems: durch die automatisierte 100%ige Endkontrolle konnte das manuelle Verlesen wegfallen und der Pseudoausschuss konnte dadurch auch enorm reduziert werden. Allgemein geht es in der Industrie, nicht nur im Automotive-Bereich, immer mehr zu engeren Toleranzen und immer höheren Anforderungen an die Produktionsverfahren. Und ich denke, dass unser Verfahren eins von denen ist, die sich jetzt zunehmend dafür eignen, dass man das wirklich mit 100% der auch günstigeren Komponenten, dass es sich lohnen wird, immer mehr Teile zu 100% zu prüfen. Man kann sich dann schon sicher sein, dass die Teile, die wir vermessen haben, auch funktionieren werden und damit auch das große System funktionieren wird und sicher sein wird. Für die Zukunft bedeutet das weniger Ausschuss bei 100%iger Verlässlichkeit und mehr Sicherheit für Unternehmen und jeden Einzelnen von uns.